Wie kann ich 6 bis 8% der Energiekosten reduzieren? Da hört mir jeder zu. Ich glaube, die Cleverness bei diesen Innovationsprojekten besteht darin, dass ich einfach drauf schaue, welche Daten habe ich und wie kann ich da in meinen Prozess entsprechend reingehen. Da ist natürlich der Kühlturmfall von Cervon ein perfektes Beispiel. Wie kann ich Wetterdaten mit Kühldaten kombinieren? Dass ich weiß, jetzt kommt ein Hochdruckgebiet, ein Tiefdruckgebiet. Ich muss halt so und so viel Kälte liefern. So, dann kann ich den Ventilator anschalten oder abschalten oder kann einen kompletten Kühlturm abschalten. Hinzu kommt, dass wir das Ganze kombiniert haben mit Vibrationsanalysen an den Pumpen. Sodass wir genau wissen, wenn wir jetzt anstelle von 3 Kühltürmen nur 2 Kühltürme betreiben müssen, können wir genau den Kühlturm ausschalten, an dem jetzt sowieso Wartungsarbeiten gemacht werden müssen. Das heißt, die Standzeiten von den Maschinen wird erhöht. Es gibt weniger Ausfallzeiten, auch in Bezug auf die Kunden von Cervon. Und damit haben alle am Ende einen Vorteil davon, Kosteneinsparung durch signifikante Energiereduktion und höhere Verfügbarkeit von Kältemitteln beziehungsweise genau immer das, was der Kunde auch gerade benötigt. Und damit einfach einen super Mehrwert fürs gesamte Unternehmen damit darzustellen.